Ja, willkommen zu einem neuen Flohmarkt-Pickup-Video. Ich und mein Bruder waren auf zwei Flohmärkten heute Morgen und ja, wir haben ein bisschen was gefunden. Nicht so viel wie sonst, aber doch ein paar schöne Sachen und die zeige ich euch gleich. Zwei Flohmärkte, ja, standen an, gar nicht so weit weg von mir und da haben wir uns doch überlegt, stehen wir früh auf dafür und schauen mal, was es sich so finden lässt. Der erste, wo wir hingefahren sind, ist auch einer, den wir immer sehr gerne besuchen, der auch sehr, ja, ich sag mal so, er hat hier und da Trödelhändler, aber nicht wirklich ist mit Bazarhändlern und Händlern übersät und besitzt ja eigentlich auch eine ganze Menge Vielseitigkeit. Viel Trödel, natürlich auch Klamotten, alles, was man eigentlich sucht. Aber eben halt viel Privatleute, darum geht es uns eigentlich auch. Und deswegen haben wir den als erstes besucht. Dann waren wir gleich, glaube ich, um 20 nach 7 waren wir da. Ab 7 bauen die erst auf, also in dem Sinne, ja, vielleicht haben sie schon ab 6 aufgebaut, aber wir waren ab eben halb 20 nach 7 da und ja, haben den dann besucht und da sind wir dann auch schön fündig geworden. Und danach sind wir zu einem, ja, Flohmarkt gefahren, der war auf einem Art Supermarkt oder Großmarkt Parkplatz. Der war schon sehr kommerziell ausgerichtet. Da waren sehr viele Bazarhändler und diese Pseudo-Händler, diese Entrümpler und was nicht alles. Also da muss ich sagen, da muss man wirklich genau gucken. Obwohl ich muss auch anmerken, bei dem ersten Flohmarkt haben wir auch einen Stand gesehen, der hat eine Haushaltsauflösung verkauft und das waren echt hunderte zum Beispiel von Puzzeln, die der dann verkauft hat, im Neuzustand auch noch zielt und der Betreffende, dessen Haus auch oder dessen Sammlung aufgelöst wurde, hat auch Pets gesammelt. Unheimlich viele vielseitige Pets-Spender und das war schon sehr interessant, das zu sehen, aber ich bin kein Sammler davon und habe deswegen auch nichts mitgenommen und kann euch da auch nichts zeigen von. Aber egal. So, ihr wollt wissen, was haben mein Bruder und ich gefunden. Und den Anfang macht etwas Klassisches. Das gab es auf dem, ich nenne mal, das auf der zweite Flohmarkt, dem Großhandel Parkplatz Flohmarkt. Da habe ich gefunden, das Alf Sticker-Album. Das hat mich 50 Cent gekostet. Das fand ich richtig cool. Ist jetzt nicht im, ja, es ist in einem guten Zustand, aber nicht im besten Zustand. Seiten sind etwas gewellt. Ich sag mal so, der ist zu 80% gefüllt mit Stickern. Ansonsten, die Mittelseite hat sich ein bisschen gelöst. Ich glaube, dass ein Poster dabei war, das fehlt. Aber ansonsten, also oder zu 90% ist es voll. Hier und da fehlen mal zwei, drei Bilder. Also ich habe jetzt noch nicht nachgezählt. Aber für 50 Cent lasse ich das nicht liegen. Wird auch nicht in meiner Sammlung bleiben, aber ja, sowas Retro-lastiges, das muss ich immer wieder mitnehmen. Ja, und dann haben wir, ja, was soll ich sagen, ja gut, paar Toys gefunden. Und zwar bei dem einen lag eine Menge Schlümpfe rum und dann habe ich da zwischen den Schlümpfen einen Computer entdeckt. Ja, und das ist ein Schlümpfe-Computer und den passenden Schlumpf habe ich auch dazu. Und ja, der musste einfach sein. Ja, ich und mein Bruder als Nerd und Spiele-Freaks, wie man auch immer nennen möchte. Und dann mussten wir dann diesen Schlumpf auch mitnehmen. Der hat mich 2,50 Euro gekostet. Ist jetzt nicht das billigste oder nee, das teuerste, wie auch immer. Also wie auch immer, aber den musste ich dann einfach mitnehmen. Er ist von, was hatte ich gesehen, 94. Also ist schon ein paar Jährchen alt. Man sieht es doch am Computer. Der Computer ist wirklich sehr oldschool mit dieser dicken Röhre. Aber passt zu uns und deswegen ein schönes Stück. Ja, weitere Toys, da hatte einer was verkauft. Das habe ich wirklich für, ich habe glaube ich 7 Euro insgesamt bezahlt. Das entdecke ich etwas weiter da hinten. Und Mighty Max Sets. Einmal dieses Set.
Ich kann dazu nicht sagen, ich sammle absolut kein, also ich bin kein Mighty Max Experte. Ich habe es mitgenommen, weil bei mir im Forum eine ganze Menge sammeln und ich dachte, ja, sieht man nicht alle Tage. Und die Mighty Max Sachen haben mich 5 Euro zusammen gekostet, da sage ich dann auch nicht nein. Werde ich aber abgeben, also ist es auch sonst. Das Set sieht sehr vollständig und heil aus, abgesehen jetzt von Figuren. Hier vorne ist dieses Raumschiff noch dabei, das kann man extra rausnehmen. Hier so vorne irgendwie diese Zähne mit, kann man so extra rausnehmen. Das ist auf jeden Fall noch dabei. Das ist soll wohl auch, oder ich habe auch gesehen bei eBay, dass es häufiger fehlt. Das ist so ein Wolfsschiff. Kanone hinten ist noch drin. Ja, und das habe ich gerne mitgenommen. Wie gesagt, zwei Sets, er wollte je 2 Euro haben und ich habe noch 1 Euro extra bezahlt für ein paar Figuren, die dabei waren. Ich habe noch nachgefragt, denn erfahrungsgemäß könnte sein, dass da nichts reingelegt wurde und das war auch der Fall. Und zwar ist es so, dass auch hier habe ich dieses Set, ist auch fast vollständig. Hier fehlt eine so eine Tesla-Spule, da so eine blaue Spule. Ja, die fehlt. Ansonsten ist es vollständig. Wie gesagt, abgesehen von den Figuren und auch in sehr schönen Zustand. Und wie gesagt, sowas lasse ich nicht liegen. Und dann, das ist schwer jetzt hier im Kleinen zu zeigen, deswegen habe ich ein, zwei Fotos noch vorbereitet, waren da nochmal Mighty Maxes dabei. Ich habe insgesamt 4 Stück und eine ja, Figur, die glaube ich aus einem anderen Set stammt oder auch nicht. Das kann ich nicht sagen, da fehlt der Arm, aber egal, das war dabei. Ich habe extra nochmal gefragt, das waren die einzigen Figuren, die die Person hatte. Da waren noch ein paar Polly Pockets oder ein Polly Pocket Set, aber da waren keine Figuren bei. Und das sind die einzigen und ja. Und dafür habe ich eben halt diesen schmalen Taler bezahlt. Und dann lag da noch eine Kiste mit ja, Mini-Raumschiffen und Flugzeugen. Ich bin beim Überlegen gerade von Micro Machines, glaube ich, sind so Micro-Fahrzeuge. Und dazwischen wühle ich und finde einen G1 Transformer Micromaster. Ja, den habe ich für 2 Euro dann bekommen. Ich habe da dann auch nicht gehandelt, weil die schon sehr günstig waren. Ich glaube, dass die auch etwas teuer gehandelt werden. Werde ich auch abgeben, weil ich sammle sie nicht, aber sowas lasse ich nicht liegen. Schöne Tauschware sozusagen und auch diesen Transformer habe ich bereits, aber cool zu finden. Ja, das waren die Toys, die ich gefunden habe. Ansonsten haben wir auch noch andere Sachen gefunden. Beim gleichen Stand hat mein Bruder gekauft ein Kartenspiel, das ist noch sealed von einer chinesischen oder japanischen Band. Ich glaube chinesisch, da hat mein Bruder mal, als er in China beruflich war, sogar ein Konzert besucht. Ja, und hat gedacht, das sind jetzt Mädels, die singen. Ja, nimmt er mit. Ich habe, glaube ich, 2 Euro bezahlt. Also in dem Sinne. Ja, kann man auch nichts verkehrt machen. Gut, das war bisher alles auf dem ersten Flohmarkt. Und auf dem zweiten Flohmarkt hat er dann mitgenommen, dass wir haben dann ein Set gekauft. Ich glaube, das hat so 4 Euro oder 5 Euro gekostet. Mit 22 CDs ist das die Eragon-Lesung des Buches ja, Der Auftrag der Ältesten von Christopher Paolini, gelesen von Andreas Fröhlich. Mein Bruder wollte das Buch gern mal lesen, aber hat dann lieber gedacht, als er das sah, ich nehme das Hörbuch, 22 CDs. Das verspricht lange Unterhaltung, kann man ja so sagen. Ne? Ja, ist sonst im sehr schönen Zustand. Und ja, kann man auch mal machen. Und dann beim gleichen Stand haben wir noch 2 Filme mitgenommen, die zeige ich euch später, aber auch 3 Bücher hat mein Bruder gefunden. Und zwar Fantasy-Bücher. Und zwar einmal von Margaret Weiss, die Zauberprüfung aus dem Dragonlance-Universum. Das ist auch AD&D. Drachenlanze. Und dann auch 2 weitere Drachenlanzen-Bücher, aber die sind etwas eher rausgekommen von Tina Daniel und Douglas Niles. Einmal habe ich hier die Erben der Drachenlanze 5, der letzte Getreue. Und hier haben wir der Bund der Drachenlanze 6, verspätete Rache. Die hatte noch eine ganze Menge weitere Bücher von diesen Drachenlanzen
oder Dragonlance Serien, aber die hatte mein Bruder alle und doppelt braucht er sie nicht und ja, weitergeben, wir haben keine, die noch lesen, also in dem Sinne hat es nichts gebracht. Ja, so, das war wie gesagt, war der zweite Flohmarkt und da, ich springe ein bisschen hin und her. Auf dem zweiten Flohmarkt hat auch mein Bruder dann unseren beliebten Händler getroffen, der Disney Taschenbücher verkauft und da hat mein Bruder dann die nächsten fehlenden gekauft, das sind aber auch nur aktuelle, die nächsten fehlenden lustigen Taschenbücher wohlgemerkt, und zwar Donald Duck, beziehungsweise lustiges Taschenbuch Nummer 585, das Spiel beginnt, passend eben halt zum Fußball-EM. Dann das lustige Taschenbuch Nummer 586, das ist glaube ich das aktuelle, Party am Strand. Dann müsste das aktuelle sein. Hinten steht ja immer, wann das nächste kommt. Und das nächste erscheint am 23. Juli. Ja, das heißt, das ist noch nicht draußen. Cool. Sport am Strand. Party am Strand. Sport am Strand. Sport im Sand heißt das. Auch nicht schlecht. Passt ja zueinander. Ja, und dann haben wir noch dieses Buch. Das ist ein Comic-Gigant. Hat auch ein bisschen was gekostet. Da hat er je 5 bezahlt. Die kosten regulär 8 Euro, also hat er vergünstigt leider so bekommen, also es waren jetzt keine Schnapper, ist aber günstiger und auch hier, es kostet neu 20 Euro und er hat 15 bezahlt, ihm war es auch wert, das ist Neuzustand, dieser Comic-Gigant und das Schöne da drin ist, das sind alles Comic-Geschichten aus der Mickey Maus, also nicht nur aus, lustige Taschenbuch oder Donald Duck Taschenbuch Ausgaben, hier ist so, ja, eben halt steht es auch hier, Walt Disney's Mickey Mouse aus dem Jahre 2007, also zum größten Teil aus dem Jahre 2007, mag auch eine Zusammenfassung des Ganzen sein, 800 Seiten ist natürlich auch eine ganze Menge. Ja, ein lustige Taschenbuch und Mickey Mouse ist das Logo auch hier unten vertreten. Ja, das war schon fast eine ganze Menge, dann hab ich noch zwei weitere, in der Comics haben wir noch ein paar weitere gefunden. Ich habe hier was mitgenommen, das habe ich für 50 Cent. Du hast heute Geburtstag mit Snoopy. Das geht auch an eine liebe Bekannte, die Geburtstag hatte. Passt bestens als Einleitung. Dann mitgenommen, hier steht 8,50 Euro drauf. Ein Comic, es ist älter, aus den 80er Jahren. Ich wollte es erst nicht, mein Bruder sagt, das nimmst du auf jeden Fall mit. So oft sieht man das nicht. Wir haben dann runtergehandelt auf 6,50 Euro, also 2 Euro weniger. Captain Future Nummer 14. Ist jetzt hier in der Plastiktüte drin. Ja, hat recht, sieht man nicht so oft. Der Held meiner Kindheit, also in dem Sinne hat man da nicht viel verkehrt gemacht, wenn man das mitgenommen hat. Genau. Und dann habe ich noch weitere Bücher mitgenommen. Wir haben auch noch Comics, noch ein paar, aber zeige ich euch gleich, sind größer. Zeigt mir das so. Und zwar war da noch eine Kiste, habe ich am Boden liegen sehen und waren ein paar Mangas zwischen, aber nichts, was ich jetzt sammle. Und dann waren da 3 Bücher. Die mir eine Aufmerksamkeit erregt haben. Und dann habe ich gefragt, was die kosten. Und 50 Cent je Buch. Da handle ich dann auch nicht, war super gut. Und dann habe ich hier ein Sachbuch von Disney mit Tick, Tick und Track, das geheime Buch der Sterne. So ein Tipps- und Tricks-Buch. Das ist aus den 70ern. Wir haben ein Datum hier. Obwohl, nee, das ist 1990, aber ich glaube eben halt. Davon waren einige früh aufgelegt worden. Auch ist es, glaube ich, eine Wiederauflage des Ganzen oder eine Verbesserung. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Ich habe aber auch aus den frühen 80ern eben halt einige Bücher und das wollte ich dann auch mitnehmen. Wie gesagt, 50 Cent, da kann man nicht viel verkehrt machen. Und dann habe ich da 2 Sailor Moon Bücher gefunden. Auch hier 50 Cent, das sind wirklich Bücher zum Lesen. Hier haben wir Nummer 11. Tuxedo Mask greift ein. Und Nummer 8, Mamoru, Held meiner Träume, hier können wir das sehen und das ist dann ein Roman, wahrscheinlich eine Folge als Roman geschrieben oder so und Bilder aus der Anime-Serie. Ja, findet man auch nicht alle Tage, werden auch etwas teurer gehandelt mittlerweile. Naja, und dachte, die nehme ich ganz gerne mit, ist auch, in dem Sinne bleibt es nicht bei mir, ist auch schönes Tauschmaterial. So. Was kein Tauschmaterial ist, abgesehen, dass ich das austausche mit meiner Schwester, die ich auch schön grüße, weil wir gemeinsam lesen, sind 2, 3 Fragezeichenbücher.
Ich hoffe, ich habe sie noch nicht. Ich habe da den Überblick manchmal ein bisschen verloren, aber es sind zwei Titel, die man nicht so häufig sieht. Ich habe etwa ungefähr je 2 Euro bezahlt. Einmal 3 Fragezeichen und der letzte Song. Und die 3 Fragezeichen und der Mottenmann. Auch so eins, was man nicht so oft sieht. Ja, das war schon eine ganze Menge. Jetzt haben wir noch 3 Comics gefunden. Wobei das eine, ja, mein Bruder hat, glaube ich, 19 Euro dafür bezahlt, für die 3 Stück. Einmal hier World of Warcraft, Shadowlands, Grimoire, der Schattenlande. So mit so einem speziellen Umschlag. Naja, und das ist jetzt gar kein Comic, merke ich gerade. Mir so eine Art Sachbuch, so ein Informationsbuch. Ursprungsbuch. Ja, also sehr interessant, denke ich mal. Und wie gesagt, dann sagte ich ja 2 Comics und einmal das Comic zum Game von Horizon Zero Dawn. Auch richtig schick. Und das sollte nur 1 Euro kosten. Das ist für mich. Das hat er bei mir bezahlt sozusagen. Erstmal oder ausgelegt. Danger Girl, Viva Last Danger. In dieser kleinen Ausgabe, das ist für so eine Lootbox gewesen. Es gab es auch regulär zu kaufen, aber hier, das ist eine Lootbox-Ausgabe des Comics. Ja, passt gut für meine Sammlung. Hier regulär die anderen Comics. Ja, also richtig schön. Und Danger Girl ist ja so eine Agenten, leichte, sexy, ja, eine sexy Heldin, à la James Bond, eine Geschichte. Und man kann hier auch sehen, auf diesem Bild von, dass der Mentor der Abby Chase ein bisschen nach John Connery aussieht. Also das ist auch beabsichtigt und eine schöne Hommage an das Ganze. Ja, und dann haben wir ein paar Filme gefunden. In einer, nicht Krabbelkiste, Kiste mit Kinderfilmen habe ich dann gefunden, dieses, ja, unten ist es eine Delle leider drin, aber ein schönes Anime, ja, Booklet, eine DVD, und zwar von Sindbads Abenteuer. Der Film, der Klassiker, ist aus den 70ern, die Originalgeschichte, also von 76, kann man hier die DVD rausnehmen, aber für 1 Euro habe ich das gerne mitgenommen, finde ich richtig cool. Hier unten so ein Ditcher zwar, aber für 1 Euro macht man nicht viel verkehrt. Dann hat mein Bruder mitgenommen 2 Filme für, ich glaube, er hat je 3 Euro bezahlt. Und da kannst du bei dem einen überhaupt nichts sagen. Und zwar ist das Ghost in the Shell in der Blu-ray-Box von Nippon Art, die Version, noch sealed. Und ja, da mag angehen, dass das nicht der beste Film ist. Die Fortsetzung zu Deep Blue Sea, die war ja nicht direkt, also die war direkt für DVD gemacht worden oder Blu-ray. Deep Blue Sea 2, ja, gab es nicht im Kino. High Frist Mensch, ja, auch nicht schlimm in dem Sinne. Was heißt schlimm? Ich glaube, schon ein bisschen schlimm, weil er ein bisschen Trash an sich, Anleihen hat. Ist ja nicht der beste Film. Naja. Gut, dann haben wir noch ein paar weitere Filme gefunden, und zwar einmal für 2 Euro hat mein Bruder mitgenommen, Die Schöne und das Biest, die Realverfilmung mit Emma Watson. Gut, war nicht mein Film, ich habe ihn gesehen, aber gefiel mir gar nicht. Dann einen Film, den haben wir, der wird auch ausgetauscht, da waren wir uns nicht ganz sicher, ob das eine andere Edition ist, weil die ein goldenes Cover hat. Hier haben wir je 2 Euro, glaube ich, bezahlt. The Huntsman and the Ice Queen. Richtig schön so in Gold. Der Extended Cut drauf und Kinofassung. Film wird mich verlassen, aber ich werde die Hülle austauschen, weil die ist schon cool. Ja, und hier den Film haben wir noch nicht auf Blu-ray, aber ein richtig guter gemachter Film mit Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine und Scarlett Johansson von Christopher Nolan. Prestige, die Meister der Magie. Ein Film, der wirklich gut ist, auch mit interessanten Wendungen, aber auch eben, ja, sehr viel Drama mit sich bringt. Richtig gut. So, dann einen indirekten Film, bildet den Abschluss, aber auch etwas, was eben eine Sammlung ist. Das gab es für 2 Euro. Die 3 Fragezeichen und das Museum. Es ist eine Dokumentation, so eine digitale Wanderung durch so ein
3D-Museum. Man gibt es eine Ecke, da wird dann von Holger Mahnlich werden aus drei Büchern Auszüge gelesen, kann man sich aussuchen, man kann Cover angucken, da werden dann Audioschnipsel eingespielt, entweder ein Kurzinterview, Ausschnitt aus dem Hörspiel oder irgendwelche Fakten eben halt erzählt. Höhepunkt ist dann ein Blick hinter die Kulissen, wie die Folge 100 entsteht, denn das ist rausgekommen zur Folge 100. Ich hatte das bereits in meiner Sammlung, eigentlich habe ich das Original gekauft zu dem Zeitpunkt, wo es rausgekommen ist, aber wenn ich sowas sehe, das sieht man auch nicht so häufig, ich kann es nicht liegen lassen, wird mitgenommen. Genau, kann man aber über den normalen DVD-Player gucken, steuert sich man dann aber eben halt mit der Fernbedienung durch das Museum. Ja. Und das war's fast. Jetzt haben wir noch zwei Computerspiele, die wir gefunden haben. Im Endeffekt waren sonst Computerspiele so gut wie gar nicht. Das eine, im Endeffekt, hat mein Bruder für 5 Euro mitgenommen. Er hatte diese Edition noch nicht. Für PlayStation 4 Borderlands The Handsome Collection mit allen Add-ons. Gab's für 5 Euro. Und ein Spiel, was wir durch Zufall gesehen haben, mitten am Stapel von Wii-Spielen, für die Hälfte von dem, was wir da haben, für 2,50 Euro, SimCity Creator. SimCity, alter Klassiker, Städtesimulation, Städteaufbausimulation, besser gesagt. Ja, auch ein bisschen im 3D. Für die Wii noch nie gesehen. Und ja, für 2,50 Euro macht man da nicht viel verkehrt. Kann man ein bisschen ausprobieren. Ja. Und das war's. 2 Flohmärkte. Ihr seht, wir haben jetzt nicht super viel gefunden. Da gab es Flohmärkte, wo wir wesentlich spektakulärer hier unsere Hallen gefüllt haben. Hallen des Sammelns. Naja, aber in dem Sinne sind doch schöne Sachen dabei. Also ich finde, sehr viel Spaß haben wir gefunden an dem Retro-Kram. Ungewöhnliche Sachen gefunden. Die Mighty Max Sets finde ich richtig cool, auch wenn ich sie, wie gesagt, nicht sammeln und auch nicht behalten werde. Ein G1 Transformer, das finde ich immer ganz gerne, findet man aber sehr selten, muss ich auch dazu sagen. Aber wieder in einer Kiste liegend, wo er eigentlich hingehörte, zu Flugzeugen sortiert. Ja, und weil die kleinen Micro halt klein sind und einfach dabei gehabt. Ja. Aber das soll es gewesen sein. Ich rede mich um den heißen Brei. Hier sind so viele schöne Stücke dabei. Jetzt seid ihr dran. Sagt mir, was ist daraus euer Highlight? Und ja, ich wünsche euch sonst weiterhin einen schönen Sonntag. Liken, teilen, abonnieren. Wie gesagt, kommentieren. Darauf freue ich mich am meisten. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es heißt Flohmarktfunde oder auch nicht. Keine Ahnung. Ich lasse mich selbst überraschen. Ich weiß, dass zum Beispiel nächste Woche, eine Woche darauf, kein Flohmarkt ist bei mir in der Nähe. Somit werde ich dann ein Pickup-Video zusammen basteln. Da wird sich auch immer noch was zeigen. Alles klar. Ich wünsche euch dann einen schönen Sonntag weiterhin und ja, wir sehen uns oder hören uns beim nächsten Mal wieder.